Er ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Back to the Future, The Game, Episode 2. Hier ist euer Webfrog und wir sind immer noch im Jahre 1931, um Kit Tennen endlich den Garaus zu machen. Um das hinzubekommen, haben wir schon zwei Kandidaten, die uns dabei behilflich sein könnten. Doch damit uns die beiden auch tatsächlich helfen, müssen wir noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Mike, gerade rechtzeitig. Was machst du da? Was hat das mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Wieder einmal. Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig und alles nur dank dir. Aha. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Na dann mal los. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Aha, ich hab's. Was? Ich zeig es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Ein leichtes Déjà-vu. Einstein! Nein! Bring da raus! Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Auswurfmechanismus. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Na, tolles Ding. Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Toll. So, und jetzt soll ich wieder herausfinden, wie ich den Hund da runterkriege, oder was? Gucken, ob wir hier irgendwo eine Flinte kriegen. Hey Doc, wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Och, toll. Ganz hervorragend. Doc, wir müssen Artie finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Doc, wir müssen ihn finden. Warum? Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hill Valley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tennen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen. Marty, es ist jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Auch das habe ich mir schon gedacht. Wenn er geboren wird, muss ich dich nach 2015 schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff nie... Ein Paradoxon, ich verstehe. Hm. Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Na, dann sollte die doch noch gültig sein, oder? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Nein. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe.
tolle Gestik. Rette lieber Einstein. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Einy ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Flinte! Ich hab's! Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Wo hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Warum 1931? Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennants Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 geschickt. Hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennant ausgelöscht wurde, Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja. Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennant irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehren? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennant ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Heieieiei. Aber wir sind schon die Guten, oder? Warum sind die Tennants eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler gehen in ihrer DNS? Na gut. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Lauf der Geschichte in Ordnung. Machen wir ihn hier die ganze Zeit. Tja. Irgendwo im Park gucken. Ja, Tante Trulla mal wieder fragen. Hey, Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Ich hab da was für Sie. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Möchte gern Erfinder lässt Hund auf Gerichtsdach stranden. Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einy, wie bist du da runtergekommen, kluger Hund? Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Okay, das haben wir dann ja schon mal. So. Vielleicht hilft Einstein uns ja diesmal auch wieder weiter. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Praktisch. Eine tolle Nase. Das war ja fast schon zu einfach.
Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. So, so. Hallo, ich dachte, die zeigen nur normale Kinofilme. Ab hier übernehme ich. Aber im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Okay. Arti haben wir gefunden. So, jetzt gehen wir nochmal hier in die Absteige. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Schicken Sie Arti zu Trixie. Ist Arti noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Arti, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Entweder du redest oder du fliegst aus dem Fenster. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein. Ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Natürlich. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Wo eine olle Petze. Keine Sorge. Toll, jetzt darf ich das wieder richten, oder wie? Ja. Reingehen in den Bunker hier. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Gehen wir doch mal zu ihr hin. Trixie? Ja? Arthur wartet draußen. Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Arti? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Q-Ball. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Hey, du! What? Hä? Ja, blöd Mann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Bitte wem? Pfui, Deibel, ist die hässlich. Sorry, Kumpel, hab keine Zeit, mich zu streiten. Du! So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja. Du, was weißt du darüber? Nichts, ich... Was war denn das? Alter, wenn du da jetzt aufgeräumt hast, da draußen, du. Trixie? Pause ist vorbei, Q-Ball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Ich hab mir den Arsch aufgerissen, dass Arti und Trixie sich treffen können und der knallt ihn einfach ab. Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kid. Nein, ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Mäuschen, du wirst gleich übers Knie gelegt hier. Vor versammelter Mannschaft. Toi, toi, toi. Danke. Lass dich nie mit der Barsängerin ein. Hast immer den gleichen Stress. Arti?
Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Oh. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. So ein Mistkerl. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Hä? Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Na Mensch, ich habe doch immer gesagt, dass das ein lieber und netter Kerl ist. So. Und ich? Mal gucken. Gehen wir nochmal zu der Edna. Edna? Was? Ja, was wohl? Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Nein. Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Wahrscheinlich, weil sie alle schreiend rausrennen. Soll ich es noch einmal singen? Nein. Vielleicht später. Ich bin die ganze Nacht hier. Kann ich eine Kopie von dem Lied haben? Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Oh, danke. Das ging ja einfach. Nur mehr will ich von dir eigentlich auch gar nicht. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ja, toll. Mache ich das nicht immer? So. Meine Herren, noch eins. Hier müsste man auch Kilometergeld kriegen. Ja, rein in den Bunker. Oh, mach die Luke auf. Ich hab schlechte Laune. Willkommen zurück. Ja, Schnauze jetzt. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. So. Sollen wir mal gucken? Soll ich hier mal einen kurzen Textaustausch vornehmen können. Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Ich liebe Blondinen. Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch Schönes in der Musikbox haben. Ausprobieren, ob das funktioniert. You should care, you should care, what people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kid Tennant fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Na, was will der schon wieder? Boss? Bitte. Ich versuche, mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Dass der diese Popelbremse immer gleich rausholt. Hm.
Was macht er denn hier? Hey, Barkeeper. Was darf sein? Wegen diesen Karikaturen an der Wand. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kid Tannen verärgert haben. Irving. Leute, die Kid hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kid nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ja, Zufälle können passieren. Noah. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Was haben wir noch? Nee, da ist nichts dabei. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Tja, vielleicht im Inventar irgendwas? Was ist denn hier mit dem Foto? Das könnte ja funktionieren. Geben wir ihm das doch mal. Glaubst du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Eben. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Na, aber immer doch. So. Jetzt tun wir nämlich mal ganz schlau. Guck mal da. Wir haben ja durch Zufall auch gerade Platz an der Wand. Entschuldige, Dad. Ja, Mensch, macht sich doch toll. Hallo, Trixie. Ich weiß da was, was du nicht weißt. Trixie? Ja? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Ja, kannst du mal sehen. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Ja, das wissen wir schon. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und noch vieles mehr. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kid kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Ach. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kid erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Weißt du, Mord, Raub und alles, was dazugehört, das ist ja nicht so schlimm. Aber Onkel Sam betrügen, ja, das ist schlimm. Da gibt's was für auf dem Arsch. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Aha. Netter Versuch. Raus! Corleone. Was will er? Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Nö. Ich weiß nicht. Normalerweise geben sich die Valentis nicht gern mit Verlierern ab. Hey, wir betteln hier nicht. Kid dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Bitte was? Warte, du meinst... Doc? Doc?
Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Er kriegt euch alle. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht. Wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Nicht so wichtig. Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Na dann. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Das bleibt doch wieder an uns hängen. So. Alkohol. Irving Kid Tannen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. War ja klar. Na klar. So. Na komm, das bietet sich doch jetzt wieder an, oder? Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tannen und Doc bei Herbert Hoover sind, Aini. Okay, okay. Ich prüf das mal. Ein Knopf? Kleiner Gegner ja nun wirklich nicht. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Corleone! Was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Was kannst du dem Papst erzählen? Hey, was soll das Ganze? Parker? Tannen, sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben. Hallo. Ach, doch. Er hat aber auch immer was Passendes in der Hosentasche. Geben Sie auf, Tannen. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. So. Und wie? Hey, Kid. Friss Blei, Schwindler. Ist aber auch nachtragend. Hey, Kid. Friss Blei, Schwindler. Das hatten wir schon. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Das ist aber nett. Ich nehme auch Blümchen. Niemand legt sich mit Titanen an. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Mensch, nun leg doch mal die Wumme weg, da kann man sich doch gar nicht in Ruhe unterhalten. Braves Mädchen. So, na los, machen wir uns mal hin auf den Weg. Ich komm mir vor wie so eine Schießbudenfigur. Daneben, daneben! Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Na, jetzt aber noch nicht, hoffentlich. Oh, was haben wir denn hier? Oho. Ich hab Alkohol. Schönes Fässchen Schnappes. Das könnte ich die ganze Nacht tun, Parker. Bowling mit dem Tee. Jetzt wird es mal Zeit, entsprechend zu antworten. Hey, Kid! Ha! Das ist keine echte Waffe! Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Haha! Bisschen Feuer unterm Arsch machen hier. Oh, Mist. Er entkommt! Oh nein! Nein. Da!
Oh oh. So gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Warte! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Ein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Tja, damit ist die Wumme schon mal weg. Emmett! Hopp! Oh oh. Du bist an all dem schuld, oder? Na, pack doch das Käsemesser weg, Mensch. Lass uns doch ganz normal reden. Welcher Gangster heißt schon Michael Corleone? Ja, welcher Gangster heißt schon Irving? Hab ich aber genug hier, du. Hey! Ah, ah. Da drück drauf! Bingo! Irving Tannen. Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Pass auf, Artie lebt und sie überlegt es sich jetzt anders und macht einen Rückzieher. Das wär's noch. In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns einen Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherin... Fliegen ohne Licht. Da gibt's Punkte für. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im... Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufgehoben. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Oh, oh. Gütiger! Was? Wehe dir! Diese verdammte Zipzicke! Wir müssen zurückgehen! Katastrophal! Da! Ja, jetzt ist die Kacke ja wieder am Dampfen. Wo bist du, Doc? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? Ja, liebe Leute, und das war Episode 2 von Back to the Future, The Game. Und wie die Geschichte weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.